Der Reichstag am Morgen, rundum gesichert. Ein abermaliger Sturm auf das Parlamentsgebäude, wie in sozialen Netzwerken vereinzelt angekündigt, von vornherein aussichtslos. Rund 1800 Polizisten sind im Einsatz, während Corona-Leugner, sogenannte Reichsbürger und Neonazis in Berlin kaum mobilisieren konnten. Eine vor der russischen Botschaft angemeldete Demonstration mangels Teilnehmern abgesagt. Ebenso eine Demo am Alex sowie ein Autokorso aus dem Umland. Bis zu mehreren Tausend waren erwartet worden, stattdessen zunächst nur ein Grüppchen vor dem Brandenburger Tor. Viele waren wohl nach Potsdam ausgewichen. Ausgerechnet Rechtsextreme warnen vor wörtlich Corona-Diktatur. Nur nach und nach Zulauf, so durch eine größere Gruppe Hooligans. Bis zum Mittag sind es einige hundert, die sich schließlich Richtung Großer Stern in Bewegung setzen, unter dem Protest von Nazi-Gegnern. Doch nach kaum 300 Metern ist Schluss. NS-Symbole, Flaschenwürfe, vereinzelte Angriffe auf Polizisten und Journalisten, Festnahmen. Schließlich wird die rechte Demo aufgelöst. Weil eine Vielzahl von Teilnehmenden trotz mehrfacher Aufforderung, die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und Mindestabstände einzuhalten, nicht reagiert hat. Bilanz bis zum Abend, ein verletzter Polizist und über 100 meist vorübergehende Festnahmen. Protest gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Politik und gegen den Lockdown. Nur nicht an dem Ort, wo er erlaubt war, stattdessen in Kassels Innenstadt. Ohne Abstand, ohne Masken, dafür mit Auseinandersetzungen mit der Polizei und Gegendemonstranten. Ein Versuch, eine Sperre zu durchbrechen, das Ignorieren sämtlicher Regeln und Hass und Angriffe auf die Presse. Die Polizei versucht, die ungenehmigte Protestveranstaltung auf dem Platz aufzulösen, ohne jeden Erfolg. Stattdessen ziehen die vielen tausend Menschen, die sich hier versammelt haben, völlig ungehindert durch Kassel. Die Beamten wollen die Lage offenbar nicht eskalieren lassen und lassen sie laufen. Warum sind Sie heute hier zum Demonstrieren? Ich bin heute hier, weil ich finde, wir haben katastrophale Verhältnisse gerade. Es hat irgendwie, ich bin für meine Schüler da, ich bin für meine Kinder da. Ich möchte gerne wieder, dass wir ein normales Leben haben, dass die Angst voreinander nicht irgendwie alles bestimmt und für unsere Grundrechte. Demonstrationsrecht gilt ja zum Glück noch und das nehme ich heute wahr. Insgesamt 20.000 Demonstranten sind heute in Kassel unterwegs, schätzt die Polizei. Gut 6.000 davon halten sich an die Auflagen und bleiben an den vom Gericht zugewiesenen Orten, am Platz der Deutschen Einheit und der Kasseler Schwanenwiese. Protestieren friedlich, eine Mischung aus politisch rechtem Milieu, Friedensaktivisten und auch ganz normalen Bürgern. Ich verstehe die Maßnahmen nicht, wieso Baumärkte offen haben dürfen, ohne Termin verkaufen dürfen. Lebensmittelläden voll sind bis zum Abwinken. Und bei uns, das sind vielleicht maximal am Tag 20 Kunden, von morgens um 8 bis abends um 19 Uhr. Also das verstehe ich nicht. Was die Menschen eint, sie haben die Nase voll von der Corona-Politik und von den Beschränkungen ihrer Rechte. Es geht darum, dass einfach Grundrechte kein Gut sind, die man an- und abschalten kann, wie man das möchte. Das Schicksal der ganzen Bevölkerung ist, dass wir seit 13 Monaten in der Diktatur leben, dass die Gesellschaft mit Notverordnungen regiert wird. Denkt doch darüber mal nach. Aber es sind auch die unterwegs, in deren Weltbild die Corona-Pandemie eher eine Art Riesenverschwörung ist. Man wolle die Anzahl der Menschen reduzieren, in Deutschland auf 28 Millionen. Und dagegen bin ich natürlich. Seltsamerweise sind die Studien, die sich für die Maske aussprechen, nach der Corona, oder sagen wir mal so, nach dem Ausrufen der WHO einer Pandemie entstanden. Ich habe zum Beispiel den Professor Drosten angeschrieben vor einem Jahr und habe gesagt, ich möchte mich gerne mit dem Coronavirus infizieren. Ich möchte durchmachen und dann habe ich das Ganze hinter mir. Auch unterwegs Gegendemonstranten. Zahlenmäßig weit unterlegen sind die da, um ein Zeichen zu setzen. Ja, mir ist das völlig unverständlich, wie man so ignorant sein kann, mit so vielen Menschenleben, sag ich mal, zu spielen. Dass so viele kommen, damit haben offenbar weder Stadt noch Polizei gerechnet. Mit massiven Kräften sei man vor Ort, hieß es. Gereicht hat das nicht. Dabei sah es noch heute Nachmittag nach einem entspannten Tag aus.
Also die Versammlung, die Veranstaltung läuft ruhig ab. Das ist schon mal sehr gut. Das hat sich allerdings schnell geändert. Pfefferspray, Schlagstöcke und ein Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Dazu mehrere Festnahmen. Offenbar alles etwas anders als geplant. Rauchtöpfe und bengalisches Feuer. Der Demonstrationszug am Nachmittag auf dem Weg durch die Stuttgarter Innenstadt. Die Demonstrierenden wollten damit unter anderem Solidarität mit ihrer Meinung nach politisch Gefangenen zeigen und gegen angebliche Polizeigewalt protestieren. Nach Polizeiangaben waren es einige hundert Teilnehmer. Demgegenüber ein Großaufgebot der Polizei. Eine friedliche Demo war es nicht. Es wurden einige Farbflaschen auf ein Gerichtsgebäude an der Archivstraße geworfen, rote Farbe. Es wurden ja auch diese Rauchtöpfe gezündet. Es war vor allem für uns spürbar eine sehr aggressive Stimmung, auch gegen unsere Einsatzkräfte. Obwohl die vorgeschriebenen Abstände nicht immer eingehalten wurden, hat man aus Abwägungsgründen nicht eingegriffen, so der Polizeisprecher weiter. In der gesamten Stuttgarter Innenstadt kam es wegen der Demonstration zu erheblichen Verkehrsproblemen. Am Abend löste sich die Veranstaltung auf Höhe des Hauptbahnhofes friedlich auf.